Hallo und Servus, hier ist Ahoi NPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Ich habe mir heute für den Freitagspodcast natürlich wieder einen besonderen Gast eingeladen, wie ich das jeden Freitag tue, nämlich Norbert Schmidt. Er kommt von der Hemann Vermögensverwaltung. Wir haben uns in seinem Büro in Dresden getroffen und er ist der Macher hinter einem Fonds, der bei uns auf fondfieber.de auf der Plattform gelistet ist. Eigentlich seit der ersten Minute. Warum? Weil er die Leistungsparameter mitbringt, die wir aus Stiftungssicht spannend und total relevant finden. Es ist ein Rentenfonds, der ausschüttungsstark ist. Und lieber Norbert Schmidt, Sie waren letztes Jahr auch bei unserem Stiftungsapero in Dresden mit dabei. Und was ich beeindruckend fand, ist, wie Sie das Kapitalmarktumfeld in wirklich 7 Minuten, in wenigen Sätzen haben runterreißen können, sodass die Gäste gesagt haben, also pass mal auf, jetzt habe ich mal verstanden, was da draußen eigentlich gerade los ist. So, und jetzt sind wir ein Jahr später oder ein knappes Jahr später. Deswegen herzlich willkommen im Freitagspodcast, euer MPO und die Frage an Sie, die Märkte da draußen, wie sehen Sie es denn? Hallo Herr Caro, hallo erstmal und ja, vielen Dank. Wo stehen die Märkte heute? Ehrlich gesagt hat sich seitdem gar nicht so viel geändert. Das Thema Inflation ist weiterhin da, wenn auch auf rückläufigem Pfad. Aber die Kerninflation erweist sich doch als sehr hartnäckig. Von daher vertreten wir seit über einem Jahr die These, dass die Zinsen nicht so schnell runtergehen, wie sie gestiegen sind. Und das ist aber auch gut aus Investorensicht. Das ist genau die Zeit, die wir genießen, wo Erträge kommen, die viel höher sind als in der Vergangenheit, ohne dass sich das Risikoprofil geändert hat. Da will ich noch mal kurz einhaken. Es gibt momentan genug Studien, gibt auch genug Experten, die sagen, also die erste Zinssenkung ist schon wieder ante portas in den USA, ausgehend von den USA. Sehen Sie nicht so? Also wir werden erstmal auf diesem Plateau bleiben, also Plateaubildung, das Stichwort. Plateaubildung, ja, wir müssen uns nach meiner Einschätzung bewusst sein, dass die Notenbanken in den letzten 2 Jahren etwas geschafft haben, was ihnen in den letzten 30 Jahren nach und nach verloren gegangen ist, nämlich Handlungsspielraum. Jetzt sind endlich wieder Renditen real positiv. Im Moment haben die Notenbanken die Freiheit, ihre Anleihebestände, die sie selbst halten, wieder zurückzufahren. Das ist eine extreme Freiheit, die sie damit zurückgewonnen haben für die Zukunft, um finanzpolitisch wirken zu können. Und nach meiner Einschätzung sollte man nicht unterschätzen, dass die Notenbanken hier alles in ihrer Macht Stehende tun werden, um diese Freiheit zu verteidigen. Und es ist eine Verteidigung gegen die politischen Kräfte, die natürlich auch wirken. Wenn wir also über Inflation sprechen, Sie haben gerade gesagt, es ist auf rückläufigem Niveau. Wir lesen auch momentan in den Zeitschriften mit den großen Buchstaben nicht mehr so viel über Inflation. Also der eine oder andere sagt, okay, das Leben ist immer noch ein bisschen teurer geworden. Aber so der ganz große Druck ist raus, interpretiere ich das richtig, auch ausgehend, ich weiß nicht, das Thema Energie, ist das noch eins, wo wir jetzt Angst haben müssen, dass da nochmal so ein Schock kommt? Also wir haben natürlich im ersten Schritt den großen Preisschock auf der Rohstoffseite in der Tat gesehen. Das ist auch die Seite, die jetzt im Moment den Druck rausnimmt. Aber wir haben eben unten drunter das Thema Lohnpreisentwicklung, was viel, viel nachhaltiger wirkt. Wir haben das Thema, ja, also nach unserer Einschätzung sind auch die Arbeitsmärkte nicht mehr so flexibel, was dazu führen wird, dass dort nachhaltiger Lohndruck bestehen wird. Nach oben. Nach oben. Also auch da, das ist ja auch das, worauf die Notenbanken hinweisen. Im Dienstleistungssektor sind sie sich eben noch nicht so sicher, ob dort eben die Inflation schon den Level erreicht hat. Jetzt haben wir auch die Lokführerstreiks und so weiter mal wieder gesehen. Also das sind ja gigantische Lohnsteigerungen, die dort auch tatsächlich durchgesetzt werden können. Von daher sollte man das nach unserer Einschätzung nicht unterschätzen. Und es ging ja um das Thema Prognose. Wir bleiben dort bei unserem Konzept, auch eben variabel verzinsliche Anleihen hochzuhalten, weil eben zum Beispiel der 3-Monats-Euribor, das ist der kurzfristige sichere Zins, eben weiterhin stabil bei 3,9% leicht darüber liegt. Also von daher, wir sehen anhand dieses Marktindikators noch nicht, dass wir hier kurzfristig eine große Zinssenkungswelle sehen. Mhm. Wenn wir jetzt das Ganze mal übersetzen auf unsere Zielgruppe, auf die Stiftungen. Stiftungen sind in Deutschland, ich sage es ganz bewusst in Deutschland, schon immer noch zu großen Teilen Renten-, also Anleiheinvestoren. Was bedeutet jetzt dieses Umfeld für Anleiheinvestoren oder sagen wir mal für Portfolien, die immer noch schwerpunktmäßig im Anleihebereich unterwegs ist? Muss ich mir jetzt diesen Zeitraum zunutze machen und diese höheren Renditen
dieses Renditeplateau für mich einloggen für die nächsten Jahre? Oder wie agiere ich jetzt in Ihren Augen richtig? Also nach unserer Einschätzung wird es immer eine Anpassung geben. Man kann sich nicht komplett entkoppeln von der volkswirtschaftlichen Entwicklung und von der finanzwirtschaftlichen Ebene. Von daher mit Maß. Also wir sagen, kurze Laufzeiten, das sind die, die jetzt besonders stark performen. Dann haben wir die mittleren und langen Laufzeiten. Auch die sind noch deutlich höher als vor 2 Jahren. Also von daher, das ist ein gutes Umfeld, um dabei zu sein. Wichtig ist nach unserer Einschätzung, dass eben die Nachhaltigkeit, auch die finanzwirtschaftliche Nachhaltigkeit gegeben ist. Also dass man sich auf starke Geschäftsmodelle verlässt, auf starke Emittenten ganz generell. Und mit dem Rüstzeug ist man, glaube ich, gut unterwegs und nicht nur in einem 3-Jahres- oder 5-Jahres-Zeitraum, sondern auch über Konjunkturzyklen hinweg. Das finde ich jetzt eine sehr schöne Formulierung, starke Geschäftsmodelle. Vielleicht, Sie haben das letzte Mal 1-2 Beispiele mitgebracht, vielleicht haben Sie auch heute für uns ein Beispiel. Ich finde es nämlich sehr spannend, weil das ist ja tatsächlich das, ein Geschäftsmodell, was funktioniert, was reüssiert, das wird auch in der Lage sein, Coupons zu bezahlen, und zwar bis zum Ende der Laufzeit einer Anleihe. Genau, es geht um Stabilität, es geht um Planbarkeit. Die Emittenten sollten entsprechenden Track Record mitbringen. Wir sehen Emittenten, die eben über Konjunkturzyklen hinweg nicht so stark geschwankt haben in der Ergebnisentwicklung, wie man das aus den Medien dann vermutet. Also das ist auf jeden Fall ein Thema. Wir sehen Geschäftsmodelle, die innerhalb ihrer Branche outperformen. Also im ersten Fall habe ich angespielt auf die Refresco-Gruppe, die also wirklich konjunkturunsensibel über die letzten 20 Jahre sich entwickelt hat. Das ist eine Anleihe, die wir leider in 2022 zurückgezahlt bekommen haben. Das ist sicherlich ein Beispiel. Dann haben wir aber auch einen ganz aktuellen Fall, auch bei uns im Portfolio enthalten. Schustermann und Bohrenstein, die betreiben ein Fashion-Handelsportal. Das klingt jetzt erstmal nach nicht so einem sexy Geschäftsmodell, aber das ist ein extrem erfolgreicher Emittent, der auch wenn der Modehandel zurückgeht, trotzdem wächst. Und das sind einfach die Outperformer, die es im Markt gibt. Und das ist das, was wir meinen, wenn wir von starken Geschäftsmodellen sprechen. Ich habe neulich mit einem Fondsmanager gesprochen, der sagte zu mir, also ehrlicherweise, die nächsten Jahre sind für Anleger, die Ausschüttungen priorisieren, die Ausschüttungen brauchen, gar nicht so schlecht. Vielleicht sogar die besten Jahre, wenn man es jetzt mal im Vergleich zu den letzten 20 oder 15 Jahren sieht. Was an der Aussage würden Sie teilen oder teilen Sie sie komplett? Nein, das stimmt. Also wir haben in 2023 ein Rekordergebnis erwirtschaftet für die Anleger. Und wir sehen auch, dass diese Ertragskraft auch in diesem Jahr noch anhält. Also von daher definitiv. Wir würden jetzt nicht sagen, dass sich das weiter unendlich in den Himmel schraubt. Da muss man, glaube ich, realistisch bleiben. Aber es ist aus Investorensicht eine extrem gute Zeit zum liegen lassen und einfach Zeit aussitzen und die Zeit für einen laufen lassen. Also es ist so, dieses Comeback der Anleihe ist schon so eins, wo man sagen kann, also das Comeback war erfolgreich. Ich glaube, das kann man so sagen. Und die Anleihe hat mit diesen Parametern, die sie jetzt mitbringt, also wieder ordentlich Coupons und die Kurse geben ja gegebenenfalls auch wieder Raum, dass ein bisschen Musik zurückkommt. Die Anleihe hat schon einen festen Platz in der Stiftungsallokation verdient, oder? Nach unserer Einschätzung definitiv. Aber nicht nur erst jetzt, sondern schon immer, speziell für unseren Bereich. Und wenn wir, ich habe es am Anfang schon angesprochen, den FU Bonds Monthly Income. Also da geht es um Anleihen und da geht es um monatliche Ausschüttungen. Das bedeutet Monthly Income. Wenn wir den Fonds uns noch mal kurz anschauen, was sind so die Highlights gewesen für Sie die letzten 2-3 Jahre? Sie haben vor kurzem eine Meldung rumgeschickt, dass der Fonds deutlich größer geworden ist. Das heißt, Anleger haben Vertrauen gefasst zu dem Konzept und ganz offensichtlich hat es auch das geliefert, was erwartet wurde. Ne? Das macht uns natürlich extrem stolz. Wir haben im letzten Jahr die 50. Ausschüttung geleistet seit Auflage. Wir haben Anfang dieses Jahres die 50 Millionen Euro Fondsvolumen geknackt. Das sind natürlich super erfreuliche Entwicklungen und bestätigt uns natürlich in unserer Anleiheauswahl, die wir dort für die Anleger treffen. Also wirklich 50 Ausschüttungen en suite? En suite und Stand jetzt sind es 55 und in 2 Wochen kommt ja auch schon die 56. Ausschüttung und dort dann auch die 5. Sonderausschüttung on top. Mensch, das ist ja eher wie bei... Einmal im Jahr leistet man eine Sonderausschüttung on top. Und die wird wieder in Rekordhöhe erfolgen. Und diese jährlich steigende Sonderausschüttung, das wollen wir natürlich auch 1:1 in die Zukunft schreiben. Von daher,
ja, wir sind dort extrem positiv gestimmt und gehen davon aus, dass wir das auch so leisten können. Jetzt will ich kein Wasser ins Wein schütten, aber es ist meine letzte Frage, ein ganz kleines bisschen in Szenarien gedacht. Wir haben jetzt rausgearbeitet, dass Sie nicht davon ausgehen, dass die Zinsen schnell fallen. Angenommen, Sie tun es doch, weil vielleicht sich die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Welt zum Beispiel auswachsen. Das kann ja sein. Das können wir, glaube ich, alle momentan nicht so richtig abschätzen. Aber wenn so ein Szenario einträte, was würde dann mit den Leistungsparametern des Fonds passieren? Haben Sie das mal, also Sie haben mit Sicherheit mal sich so ein paar Szenarien im Hinterkopf durchdacht. Das ist jetzt mit Sicherheit auch nichts, was 24 oder 25 direkt passieren würde. Aber wenn man mal so ein bisschen, ein ganz kleines bisschen in die Zukunft schaut. Also für unseren Fonds kann ich sagen, dass wir da auf mehreren Beinen stehen. Also das eine Exposure, nenne ich das jetzt mal, unser Portfolioanteil, der eben in diesen variabel verzinslichen Anleihen investiert ist, der also eben von diesem Zinsanstieg um 4% profitiert. Also die alten 4% sind jetzt eben die 8%. Der wird eben ausgeglichen durch einen zweiten Portfoliobestandteil. Das sind unsere Investment-Grade-Titel mit längeren Laufzeiten, die nach unseren Einschätzungen in einem Zinsumfeld, was schnell nach unten geht, dann eben Performance-Treiber auf der Kursseite sind. Also da versuchen wir das eben auf die Art und Weise auszubalancieren, hier auf alle möglichen Szenarien bestmöglich vorbereitet zu sein. Das heißt, das Portfolio ist nicht sonderlich vulnerabel für den Fall, dass jetzt so ein Zins, so eine Zinsreduktion kommt. Ich glaube, das Einzige, was nicht passieren darf, ist, dass es schnell nach unten knallt, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ja, also das ist genau so, wie es ausgerichtet sein soll, robust für alle Szenarien. Und ja, wenn es schnell nach unten geht, dann ist wahrscheinlich der Hintergrund ein realwirtschaftliches Problem. Auch da haben wir in der Vergangenheit gezeigt, dass wir das managen können. Für alle Szenarien haben wir dort vorgesorgt und uns entsprechend positioniert. Was mir total gut gefällt, das als abschließende Note von meiner Seite, ist dieses das unaufgeregte Managen des Fondsvermögens. Ich fand es auch sehr beeindruckend, was Sie letztes Jahr beim Stiftungsapero einfach so mitgebracht haben als Einschätzung. Und dieses realistische Bild, was man von den Märkten hat, beziehungsweise was man mitnimmt, was Sie von den Märkten haben, das gefällt uns sehr gut. Danke für diesen Einblick, für dieses kurze Update zu Ihrem Fonds einmal und auch zum zweiten zum Blick auf die Märkte. Brauchen wir immer wieder. Ich glaube, wir müssen mehr diese Aufklärungsarbeit leisten. Wo stehen wir denn eigentlich an den Märkten? Denn der Zinsanstieg, das ist jetzt 22, 23, ist passé. Jetzt müssen wir damit umgehen, dass die Parameter eben so sind, wie sie jetzt sind. Und deswegen danke ich Norbert Schmidt von Hemann Vermögensverwaltung hier in Dresden für die Zeit. Herr Caro, vielen Dank. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen stärken. Natürlich gibt es jeden Freitag eine neue Folge Ahoi MPO, unserem Freitagspodcast auf www.stiftungenstärken.de und überall da, wo es Podcasts gibt.